In den Endklassen der Mittelschulen aber sieht das Bild der gelesenen Literatur bereits ganz anders aus. Also ich lese sehr gerne Tierbücher und ich beschäftige mich auch viel mit Tieren. Zum Beispiel von das Buch von Mary O'Hara. Sie schreibt mehrere Bände von Pferden hauptsächlich. Ich lese sehr gerne Tierbücher, zum Beispiel von Katzen, und die interessieren mich besonders. Und habe ich jetzt gerade gelesen, Menschen und Tiere, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich lese zum Beispiel gerne die Auswahlbände von Reader's Digest. Und dann gefiel mir als kleiner Roman von Leo Wispler Ein Spiel im Sommerwind sehr gut. Ich lese eigentlich alles, Zeitungen, Romane und Illustrierten. Mein letztes Buch war Josua. Mein letztes Buch war von Heinrich Böll, Der Maulkorb. Es hat mir sehr gut gefallen. Auch die Rasselbande lese ich und Ausschnitte aus Reader's Digest. Hier ist das Bildungsinteresse schon wesentlich kleiner. Man liest leichtere Bücher über Katzen, Pferde und Bücher, die eigentlich keine Bücher sind, wie Reader's Digest oder reine Jugendzeitschriften. Oder man befriedigt seinen Lesehunger mit den Illustrierten. Fragt man die 14- und 15-jährigen Volksschüler, dann hört man nur selten den Titel eines richtigen Buches. Ich lese nur Walt Disney-Heftchen, Tom und Jerry und so Mickey-Maus-Heftchen. Ich lese Fliege-Heftchen, Utopia und so auch so Mickey-Maus-Heftchen und Kriminalromane. Ich lese Utopia-Geschichten und Wild West, manchmal auch Liebesgeschichten. Ich lese manchmal Kriminalromane oder dann Mickey-Maus-Hefte. Rasselbande und Sportbücher. Rasselbande. Rasselbande. Ich lese Karl-May-Bücher und Bücher von Ernst Hemingway und Rasselbande und dann noch Lanzerhefte. Ich lese gerne Sportbücher. Deutsche Heldensachen. Ich lese fast jeden Tag Tageszeitung und von meiner kleinen Schwester die Mickey Mouse und Filmrevue. Ich lese gerne Rasselbande und solche allgemeinen Geschichten. Ich lese an für sich sehr wenig. Und jetzt in der Schule lesen wir Wilhelm Tell und das interessiert mich sehr. Ich lese gern Bücher wie Seeteufel von Graf Luckner oder Karl May. Manchmal, ich lese auch jeden Tag die Tageszeitung und Mädchenbücher und die Zeitschrift Hobby. Ich lese Rasselbände und Kriminalromane. Der beste, der mir gefallen hat, das war von Agathe Christie, Alibi. Abenteuerhefte, Sportzeitung, am liebsten lese ich aber noch Kriegshefte. Ich lese so Mädchenbücher und auch Mickey-Maus-Hefte und Sigurd-Hefte. Und die Mädchenbücher heißen Cookies, Abenteuer. Ich lese so Wild-West-Heftchen. Das letzte, wo ich jetzt gelesen habe, wo ich dabei bin, heißt Blutige Erde. Aber ab und zu lese ich auch so Forschergeschichten. Ich lese meist Mädchenbücher und so manchmal Bubenbücher. Und mein letztes Buch hieß Elges Freundin Katja. Ich lese alles durcheinander. Ich lese Hör zu und Filmrevue und Lilliput und Mädchenbücher. Und dann aus Mickey Mouse Heften und Tom und Jerry und alles so. 80% dieser Kinder lesen nur Heftchen, wie sie an jedem Zeitungskiosk für billiges Geld zu haben sind. Die Bildergeschichten von Walt Disney nehmen darunter einen breiten Raum ein. Und Donald Duck kennt heute praktisch jedes Kind. Hier gibt es viel anzuschauen, aber wenig zu lesen. In sogenannten Rauchblasen ist der wenige Text im Telegrammstil abgedruckt. Es sind harmlos nette Zeichengeschichten, die kaum zum Nachdenken anregen und der Fantasie wenig Spielraum lassen. Das gilt verstärkt für andere reine Bildergeschichten, die sich beispielsweise mit den Erlebnissen von sogenannten Superman, Übermenschen, befassen und mit der Wirklichkeit des Lebens wenig zu tun haben. Die bunte Jugendzeitung steht unter dem Titel dieses Heftchens, auf deren erster Seite man sofort wieder die gleichen Bildergeschichten mit Rauchblasentext findet. Andere Heftchen bieten zwar im Inhalt mehr Text als Bild, dafür treten hier bewaffnete Superweiber mit superkurvenreichen Körperformen auf, und diese billigen Westernromane sind von der Romantik eines Karl Mays weit entfernt,
Dafür fließt das Blut niedergeschossener Gangster in umso größeren Mengen. Ganze Serien von Kriegsberichten sind nicht gerade dazu angetan, die Kinder den Krieg hassen und verachten zu lehren. Sie erwecken im Gegenteil den Eindruck, als sei der Krieg eine amüsante Sache, in der man endlich einmal beweisen könne, was für ein Kerl man doch ist. Und dann gibt es die Krimis, die eine Welt zeigen, in denen Grausamkeiten und Morde auf der Tagesordnung stehen. Dagegen sind die vielen Romane des Herzens harmlos, wenn auch ein wenig kitschig. Zum Lesestoff der Kinder gehören nicht zuletzt auch die Illustrierten. Und die 14-Jährigen weiden sich an den Darstellungen mehr oder weniger bekleideter Filmstars und Geschichten, die hinter den Kulissen des Films spielen sollen. Gottlob werden auch einige vernünftig aufgemachte Jugendzeitschriften gelesen, die in mancher Beziehung nützlichen und lehrreichen Lesestoff bieten. Meistens sind sie jedoch das Einzige, was überhaupt gelesen wird und verdrängen somit das eigentliche Jugendbuch. Richtige Jugendbücher werden im Verhältnis zu der Heftchenflut kaum gelesen. Heldensagen und selbst Karl May sind von Krimis, Lanzer-Geschichten, Wildwestromanen, Liebesgeschichten und besonders von den Bilderstories weit in den Hintergrund gedrückt.